Liebe Eltern unserer zukünftigen Fünftklässler, wir befinden uns gerade in besonderen Zeiten, in denen man beruflich und privat flexibel sein muss. Statt eines Tages der offenen Tür möchte ich es versuchen, unsere Schule in einem kleinen Video vorzustellen. Unsere Schule ist ein mittelgroßes Gymnasium mit ca. 900 Schülern, aufgeteilt auf 26 Klassen und zahlreichen Oberstufenkursen. Die mittlere Klassengröße beträgt momentan 27 Schüler. Das LTG bietet zwei Ausbildungsrichtungen an, sprachlich und mathematisch-naturwissenschaftlich. Alle unsere Schülerinnen und Schüler beginnen mit Englisch als erster Fremdsprache. In der 6. Klasse kommt dann eine zweite Fremdsprache hinzu, entweder Französisch oder Latein. Jetzt würde ich Sie gerne auf einen kleinen Rundgang durch unsere momentan leider sehr leere Schule mitnehmen. Wie viele andere Schulen auch, unterstützen wir unseren Fremdsprachenunterricht durch ein gut abgestimmtes Austauschprogramm. Unsere Austauschpartner kommen aus Valdagno, Italien, Croyers, Frankreich, Chicago, USA und Dublin, Irland und motivieren unsere Mittelstufenschüler, ihre erworbenen Fremdsprachenkenntnisse anzuwenden und zu vertiefen. Hier sehen Sie übrigens einen unserer drei Infoscreens, die sich an mehreren Stellen im Schulhaus befinden und über die sich unsere Schülerinnen und Schüler über Stundenplanänderungen und Ähnliches informieren können. Jetzt folgen Sie mir bitte in die Pausenhalle. Neben dem normalen Unterricht hat das LTG auch einige interessante Profilangebote zu bieten. So können etwa unsere Fünftklässler eine Outdoor-Klasse oder eine Chorklasse wählen. Wählt man die Outdoor-Klasse, dann bedeutet das in den ersten zwei Schuljahren eine zusätzliche Stunde Sport, in der verschiedene Outdoor-Sportarten ausprobiert werden können. Entscheidet sich Ihr Kind für eine Chorklasse, so genießt es in den ersten zwei Schuljahren eine zusätzliche Stunde Musik mit Schwerpunkt auf Singen und Stimmbildung. Und jetzt würde ich Sie bitten, mir in einen unserer Musiksäle zu folgen. Sport und Musik werden am LTG traditionsgemäß großgeschrieben. So können unsere Schüler ab der 5. Klasse in verschiedenen Chören mitwirken oder, vorausgesetzt, sie spielen das entsprechende Instrument, in die Big Band oder das Orchester eintreten. Und jetzt möchte ich Sie zu einer kleinen Besonderheit unserer Schule mitnehmen. Hier sehen Sie unser schuleigenes Segelboot, leider noch ein bisschen eingepackt, aber bald wird es wieder zu Wasser gelassen. Wir nutzen nämlich unsere Lage am See und bieten unseren Schülern Wahlkurse im Rudern und im Segeln an. Und unsere älteren Schüler können, wenn sie wollen, eine Prüfung als Bootführer oder für das Segelboot ablegen. Und jetzt bleiben wir bei unserem Thema Gesundheit und Sie folgen mir zu unserem neuen Trinkbrunnen. Bereits seit einigen Jahren ist es uns ein großes Anliegen, das Umweltbewusstsein unserer Schülerinnen und Schüler zu schärfen. Lehrer und Schüler unseres Umweltteams bringen der Schulfamilie Themen wie Mülltrennung, gesunde Ernährung und recycelbare Büromaterialien nahe.
Aufgrund unserer Bemühungen und unserer Projekte haben wir auch dieses Jahr wieder die begehrte Auszeichnung Umweltschule in Europa erhalten. Hier sehen Sie übrigens unsere neuen Trinkbrunnen, an dem unsere Schülerinnen und Schüler in den Pausen jederzeit ihre Trinkflaschen auffüllen können. Und jetzt möchte ich Sie bitten, uns in eins unserer Klassenzimmer zu folgen. Sehr stolz bin ich als Schulleiter, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern Klassenzimmer und Fachräume bieten können, die absolut auf der Höhe der Zeit sind. Alle unsere Unterrichtsräume haben eine nahezu perfekte Medienausstattung, die modernes und abwechslungsreiches Unterrichten ermöglichen. Hier befinden wir uns in einem typischen Klassenzimmer, ausgestattet mit einem Computer, mit einer Dokumentenkamera, mit einem Beamer und mit einem Whiteboard, das sich wie ein Tablet bedienen lässt. Und jetzt folgen Sie mir bitte in einen unserer Computerräume. Nach den Weihnachtsferien konnten wir endlich unser neu erbautes Haus 1 mit seinen nagelneuen Computerräumen beziehen. Jetzt befinden wir uns in einer dieser Computerräume mit seinen 32 Arbeitsplätzen, was sicherstellt, dass auch Schüler in großen Klassen im Informatikunterricht einen eigenen Computer zur Verfügung haben. Und jetzt nehme ich Sie mit in unseren Schulhof. Auch nach den Weihnachtsferien wurde unser neu angelegter Schulhof fertiggestellt, den unsere Schülerinnen und Schüler gerne und ausgiebig, besonders in den Pausen, benutzen. Selbstverständlich haben wir im LTG auch eine offene Ganztagsschule. Diese ist unweit des Schulgebäudes in der neu renovierten Bogenberger Villa beheimatet. Liebe Eltern, das war der Ende dieses Rundgangs. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen unsere Schule durch dieses Video etwas näher bringen. Schön wäre es, wenn Sie und Ihre Kinder bald Teil dieser Schulfamilie sein würden. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken könnten. Ich bin froh, dass ich aus LTG gegangen bin, weil es dort viele tolle, unterschiedliche Wahlfächer gibt, dass ich mich gar nicht entscheiden konnte, welche ich belegen soll. Deshalb habe ich einfach so viele belegt, wie es nur ging. LTG verbindet, dass es Autosportplatz gibt und noch viele interessante Sportarten kennenlernen. Das Coolste am LTG ist aber die Klassengemeinschaft. Ich finde, ich bin in einer tollen Klasse und deswegen finde ich, dass die Lehrer die Klassen sehr toll zusammenmischen. Ich bin froh, dass ich das LTG gewählt habe, weil zwischen den Schülern und den Lehrern ein wunderbares Klima herrscht. Und unser Schulleiter, der Herr Schaller, ist sowieso immer ciao. Und deswegen geh aufs LTG, denn es da ist so schick.